Dreht euch nicht um, denn ein Virus geht herum. Ransomware. Schadsoftware, die ihre Festplatte verschlüsselt und den Zugriff auf ihre Daten unmöglich macht. Die Verschlüsselungsprogramme infizieren ihr System, verschlüsseln im Hintergrund unbemerkt ihre Daten. Erstmal bekommen sie von der ganzen Methode nichts mit. Spätestens allerdings, wenn sie ihren PC zum ersten Mal neu starten, wird das Betriebssystem nicht mehr ordnungsgemäß gestartet, sondern sie werden herzlich von einem Willkommensbild begrüßt, was sie darauf hinweist, dass die Daten verschlüsselt sind und sie zur Zahlung eines Lösegelds auffordert. In der Regel schleusen sich die Schadprogramme durch Dateianhänge ein von mir vertrauenswürdigen Absendern. Das kann meine Oma sein, das kann aber auch der Scanner unseres Unternehmens sein. Bereits installierte Virenschutzprogramme und Firewall-Systeme bieten lediglich einen Basisschutz. Sie können sich ein Schadprogramm vorstellen wie eine Krankheit. Sobald der Onkel Doktor das passende Medikament gefunden hat, entwickelt sich diese Krankheit auch schon wieder weiter und der Onkel Doktor muss ein neues Medikament erfinden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, empfiehlt dringendst, kein Lösegeld zu zahlen. Zum einen ist nicht sichergestellt, dass Sie Ihre Daten tatsächlich wiederherstellen können. Selbst wenn Sie diese wiederherstellen können, ist auch nicht gewährleistet, ob Sie vielleicht mit der Wiederherstellung neue Schadsoftware implementiert bekommen haben. Kurz vorweg, den hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Es gibt aber einige Grundregeln, die Sie grundsätzlich immer beachten sollten. Nummer 1. Sichern Sie Ihre Daten permanent und regelmäßig. Optimalerweise auf sogenannten Offline-Datenträgern. Das könnte sein ein Tape-Medium, eine USB-Festplatte oder ähnliches. Wechseldatenträger, die Sie nach Beendigung des Backups von Ihrem Netzwerksystem trennen. Öffnen Sie nicht unbedingt jeden Dateianhang, den Sie per E-Mail bekommen. Klicken Sie auch nicht auf jeden Link, den Sie bekommen. Schauen Sie genau nach und überlegen Sie, bevor Sie eine Datei öffnen und bevor Sie einen Link klicken. Häufig werden diese Schadprogramme durch Makros innerhalb von Word oder von Excel aktiviert. Deaktivieren Sie diese Funktion. Sorgen Sie für regelmäßige Updates Ihrer Software. Betriebssysteme, PDF-Reader, Flash-Player oder ähnliches sollten regelmäßig mit Updates versorgt werden. Nur so lassen sich bekannte Sicherheitslücken schließen. Geben Sie den Mitarbeitern Ihres Unternehmens minimale Systemberechtigung. Allein dadurch lassen sich schon viele Lücken schließen. Grundsätzlich seien Sie immer misstrauisch. Schauen Sie genau nach, was Sie tun und überlegen Sie, bevor Sie was öffnen oder klicken. Helfen Sie Ihren Mitarbeitern. Zeigen Sie ihnen dieses Video. Erklären Sie ihnen, wie Sie mit Ihren Unternehmensdaten am sichersten umgehen sollen. Zu guter Letzt, nicht verzagen, NetGo fragen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie alle Maßnahmen korrekt getroffen haben, rufen Sie uns an. 02861 80 84 7 Durchwahl 300. Die Mitarbeiter unseres Service Desks sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.